In BarbieProfi 3.7.9.05 ist eine neue Funktion zum Drucken Ihrer Artikellisten hinzugekommen. Diese werden wir uns in diesem kurzen Video ansehen. Im Artikelstamm finden Sie die Option Drucken. Hier, ganz kurz nochmal erklärt, können Sie Standalone, also alleinstehende Merkmale, die Sie hier auswählen können, drucken. Neu hinzugekommen ist hier die Funktion Laut List. Diese Funktion laut Liste ist jetzt allerdings ausgegraut. Warum? Ja, weil Sie noch keinen Suchfilter deklariert haben. Damit diese Funktion laut Liste funktioniert, müssen Sie die Suche von Artikeln über die Extremsuche verwenden. Für diejenigen unter Ihnen, denen dieses Wort noch nicht geläufig ist, wenn Sie mit der Maustaste über den Button Suchen fahren, erhalten Sie einen Tooltip, also eine Anzeige, hier Suchen aktivieren, Steuerung und Klick. Das heißt, wir machen das mal. Wir drücken die Steuerungstaste und klicken auf Suchen. Hier können Sie die Mega-Variante einstellen. Okay? So, wenn Sie die Mega-Variante eingestellt haben, haben Sie die Möglichkeit, individuelle Artikellisten zusammenzustellen. Das Schöne an dieser Geschichte ist folgendes, dass alle Merkmale, die Sie hier vor sich sehen, Sie miteinander kombinieren können. Als Beispiel, wir suchen überall, wo TFT in der Bezeichnung vorkommt, die einen Verkaufspreis von 159 Euro haben und die zum Beispiel, keine Ahnung, vom Musterlieferant 2 sind. Dann könnten Sie sagen, mit Bestand, ohne Bestand, mit Lagerführung, ohne neu gebraucht und bla bla bla. Das können Sie alles so machen. Jetzt klicken wir auf Suchen. Und wir halten nun im Hintergrund eine Aktualisierung aufgrund Ihres Suchergebnisses. Sie können nun auf Schließen klicken, um Ihre Suche nun zu bearbeiten, anzusehen. Das heißt, Ihr Filter, den Sie nun gesetzt haben, können Sie natürlich hier verändern, dass Sie sagen, hey, da stimmt die Artikelbezeichnung nicht mehr, den ändere ich jetzt einfach mal schnell. Hier sehen Sie es. Und auf die Frage, um die Frage noch ganz schnell zu beantworten, wie entfernen Sie denn diesen gesetzten Filter wieder? Weil es ja augenscheinlich keine Möglichkeit gibt, nun diese Mega-Variante wieder zu neutralisieren. Ganz einfach. Sie klicken auf diesen X-Button hier unten, wo Sie diese normale Sortierung oder Filterung vornehmen können. Klicken Sie einfach auf den X-Button, dann werden Ihnen wieder alle Artikel angezeigt. Okay, kommen wir zurück zum Drucken. Das ist ja der eigentliche Bestandteil dieses Videos. Wir haben nun eine Liste von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Artikeln, die unserem Suchkriterium entsprechen. Wir klicken nun auf Drucken und nun haben wir die Funktion Laut Liste. Das heißt, nur wenn Sie über die Extremsuche reinkommen, können Sie diese Funktion Laut Liste nutzen. Rechts neben der Auswahl dieses Optionsfeldes haben Sie die SQL Statement, also diese Filterbedingung, stehen, die Sie definiert haben. Sie haben gesagt, zeig mir mal überall, wo TFT in der Bezeichnung vorkommt, wo der Lieferant die interne Lieferantennummer 3 ist, also unser Musterlieferant, die sichtbar sind und bei dem der Verkaufspreis des Artikels 159 Euro ist. Okay. Das zeigt Ihnen hier nochmal schön an und Sie können nun auf Drucken klicken. Sie erhalten nun eine Vorschau Ihrer Liste mit Ihrem eingegebenen Suchkriterium, das Sie oben unterhalb der Artikelliste auch nochmal aufgelistet bekommen, also zur Kontrolle. Und nun können Sie das Ganze ausdrucken. Ja, und das war's mit dieser neuen Funktion. Diese neue Funktion abschließend bietet Ihnen eine größtmögliche Vielfalt an Suchkriterien, weil wenn Sie mal irgendwas Spezielles suchen oder irgendwas Spezielles mal brauchen, warum auch immer, können Sie das über die Extremsuche definieren und dann über das Druckmenü laut Liste sich zu Papier bringen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.